Ja, das ist übrigens wieder nur eine, zwei Tasten gedrückt halten, sonst überhaupt nichts. Da versuche ich auch gar nicht wieder beim Neureingehen andere Tasten zu drücken. Ich drücke immer nur die zwei Tasten und ich gebe ihm die Combo seines Lebens. Es ist einfach nur schön. Es ist wirklich einfach nur schön mit anzuschauen. Murder on call with the partner. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Wir spielen heute wieder auf Gomma mit einem neuen Tick-Base und ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Im ersten Kampf war ich noch ein bisschen ungewohnt mit dem, ja, genau, mit dem Tick-Base oder mit dem Mini-Teleport oder wie man auch immer es jetzt nennen möchte oder Timeshift, gibt ja tausende Namen dafür. Erstmal möchte ich euch daran erinnern, dass noch immer Weihnachtszeit ist. Wahrscheinlich auch noch länger als geplant. Ich habe ja ursprünglich gesagt bis zum 30. Ich bin aber am 28. schon weg bei Robin. Deshalb muss ich gucken, ob ich das irgendwie am Handy hinkriege. Weil meine Daten bei Robins PC ist ziemlich schwierig, das mit dem Shop zu machen. Aber naja, wir gucken auf jeden Fall mal. Und Eject Bypass wieder perfekt mit dem Tick-Base, wie man das im Pre-Intro wahrscheinlich schon gesehen hat. Es ist einfach nur wunderschön, wirklich einfach nur wunderschön. Im ersten Kampf ist es ein bisschen schlecht, muss ich sagen, aber in den weiteren Kämpfen wird es sehr, sehr geil. Und ja, viele Leute haben sich ja beschwert, von wegen, man muss sich anstrengen beim Spielen. Ja, also ich habe tatsächlich nur A und D gespammt in den Videos, wo ich ohne Tick-Base gespielt habe. Aber wenn man meint, dass das Spitzen ist, keine Ahnung. Im ersten Kampf habe ich es noch schlecht benutzt, da bin ich einfach nur mit D meistens nach vorne gerannt. Bis ich dann mal gemerkt habe, wenn man einfach W und A gedrückt hält oder W und D gedrückt hält, also so strafend auf einen zuläuft, so geradeaus, dann kriegt man perfekt Kombos mit dem Tick-Base hin. Und das ist unglaublich stark, also wirklich unglaublich stark. Unter anderem gibt es jetzt auch ein Extinguish-Modul. Leider wollte niemand so wirklich seine Lava in mich reinplacen, aber falls das passieren sollte, wird direkt in der ersten Sekunde das Wasser geplaced. Und im Optimalfall geht dann sogar die Lava vom Gegenspieler kaputt, dadurch, dass man halt eben Wasser placed und ein Obsidian entsteht und was auch immer. Das hat leider niemand gemacht. Und hier haben wir auch schon den ersten Schwitzer. Und da ist mir dann auch schon aufgefallen, übrigens habe ich da am Anfang meine Killaura nicht getoggelt. Ist übrigens nachkommentiert, falls man das bis jetzt noch nicht gemerkt hat, weil ich mein Mikrofon aus hatte und ich gar keine Lust hatte, jetzt nochmal zu spielen, weil ich heute sehr, sehr viele Videos schon aufgenommen habe. Und es hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht auf Gomme. Den Spaß hört man jetzt bei mir leider nicht so raus. Aber gerade in dem Kampf, jetzt, ja, genau, bei dieser Combo, da hatte ich dann sehr, sehr viel Spaß spätestens, weil mir da dann langsam aufgefallen ist, wie unglaublich stark dieses Tick-Base wieder auf Gomme ist. Und ich teilweise halt wirklich so gut predikte, im Tick-Base halt schon anfange zu schlagen. Ist anscheinend gewollt von Ejik, dass es schon schlägt beim Tick-Basen. Das ist mir vorher immer aufgefallen. Und inzwischen verstehe ich den Sinn da auch hinter, weil es halt so gut predicted, dass man sich vor ihn teleportiert und direkt anfängt zu schlagen und dadurch dann immer wieder Kombos gibt. Und teilweise kriegt man dann halt, ohne irgendwas zu machen, nur mit A und D halten, habe ich 90% der Zeit gemacht, habe ich halt teilweise einfach so 5er bis 8er Kombos hingekriegt. Und keine Ahnung, ob das jetzt wieder jemand Schwitzen nennen will oder was auch immer. Das sind zwei Tasten gedrückt halten, einfach nur gestraft auf einen zugelaufen. Und ich glaube, WASD hat man ja eigentlich schon immer gedrückt beim Cheating, aber naja. Manche Leute in meinen Kommentaren sind halt echt komisch. Keine Ahnung, ob Leute das wirklich denken, dass das Anstrengung war bei mir in dem Video mit dem Ranked aufkommen, aber naja, es ist wie es ist. Aber ich hatte wirklich wieder sehr, 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 sehr viel Spaß aufkommen. Ich meine, ich hatte auch so schon mit Eject Spaß aufkommen, als das Tick-Base noch nicht so gut war und ich ohne Tick-Base gespielt habe, hat man ja in dem Video gesehen. Aber naja, gerade jetzt sollten sich die Leute wieder überhaupt nicht beschweren können. Selbst der letzte querschnittsgelähmte Spieler sollte es hinbekommen, mit Eject auf Gomme Kills zu kriegen, weil ich fast immer, selbst wenn ich mich überhaupt nicht angestrengt habe, immer so 40, 30 Leben mehr hatte. Und ja, wer das prozentual von mir aus sehen will, so bei 10 Leben ist das immer so 3 Leben mehr. Bei gleichem Equipment, also auch bei schwereren Equipment, wird man da definitiv gewinnen. Vor allem, wenn dann die 8er-Kombo wirklich direkt erstmal kommt. Und ich denke mal, wenn man die Prediction noch so ein ganz, ganz kleines bisschen besser machen würde, dann wäre es halt wirklich noch mehr OP.
Mein Problem war oft, dass es anfängt zu tickbasen, wenn man in der Luft ist. Und dadurch kriegt der Gegner manchmal eine bessere Combo auf einen. Vielleicht könnte man da die Prediction auch noch ein bisschen besser machen. Aber es ist jetzt schon so unglaublich gut. Ich habe Yannick auch so unglaublich oft in dem Video gelobt, weil ich einfach nichts gemacht habe, außer zwei Tasten zu drücken. Und einfach nur zugeschaut habe, wie der Gegner zernommen wurde. Und ja, die Reaktion kann man leider jetzt nicht mehr so raushören. Deshalb versuche ich es so gut wie möglich zu erklären. Aber spätestens, ich glaube, das war der Gegner, wo ich mich richtig, richtig gefreut habe. Und zwar sehr. Nämlich, ihr seht schon, er versucht ansatzweise gegenzukombon und er schafft es nicht. Er schafft es einfach nicht. Er schafft es überhaupt nicht. So manchmal ein, zwei Hits kriegt er und da jetzt hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Einfach keinen Bock mehr. Das war gar nicht der schlimmste Fall, glaube ich. Wir werden mehr sehen. Wir werden definitiv mehr sehen. Ach ja. Wirklich, ihr könnt allein schon beim Nachkommentieren raushören, wie viel Spaß ich wieder auf dem Server hatte. Ah, der Typ hat mich nicht ein einziges Mal gehittet. Doch, ich glaube zweimal. Er hat dann irgendwann angefangen zu Bowspam. Das macht er gleich, genau. Da hittet er mich natürlich. Aber er hittet mich halt sonst überhaupt nicht. Kommt nicht an mich ran. Er versucht es nicht mal und bei dem sieht man auch wirklich, dass er clean ist. Bei allen anderen Cheatern auf Gomme weiß man eh, dass sie Lege cheaten. Und keine Ahnung, ob ihr jetzt denkt, dass ich da immer nur versuche zu trash-talken, um den Kleinen zu gut zu reden, dass ich immer gegen Lege-Cheater spiele. Aber jetzt mal ohne Spaß, spielt mal auf Gomme und dann spielt mal auf anderen Servern. Es sind wirklich Gomme so viele Lege-Cheater unterwegs. Ich meine, es ist ja auch vom Anti-Cheat gewollt, dass Leute Lege-Cheaten hier drauf. Der Anti-Cheat-Macher hat gesagt, wir unterstützen Leute, die Ghost-Clienten, weil die zahlen ja für Premium. Das wollen wir. Wir wollen ja zahlende Kundschaft und deshalb sind so Leute wie Invest-Cheater halt sehr gerne willkommen auf Gomme anscheinend. Ob das Gomme-Team das genauso sieht, weiß ich nicht. Denke mal eher nicht, aber das Anti-Cheat-Team sieht es so. Also Gomme, ich würde auf jeden Fall bei diesem Anti-Cheat bleiben. Das scheint mir sehr gut zu sein. Ah ja. Da. Diese Combo. Die Combo, die ich gerade sehen durfte, ist so lächerlich. Also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Hits das waren, aber es war einfach nur lächerlich. Es war einfach nur göttlich. Und wie gesagt, man muss sich null dafür anstrengen. Es ist wieder perfekt auf jedem Server. Auf jedem Intape-Server. Auf anderen Servern sollte man noch immer den alten Tick-Base-Mode wieder einbauen. Ich glaube, der wird da schon besser sein. Aber meine Herren, wirklich, Yannick, nochmal Lob an dich im Nachcommentary. Habe ich im Video sonst irgendwie 3-4 Mal gemacht, dann muss ich jetzt auch im Nachcommentary dich hier mal loben. Ach ja, also wirklich, es ist einfach nur angenehm. Ihr seht, wie immer die doppelten Kombos rauskommen und dann TP't man sich meistens nochmal nach und gibt wieder doppelte Kombos. Selbst der Typ, der sich hier gerade angestrengt hat wie sonst was, hat überhaupt nichts gerissen bekommen. Es ist sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, ich glaube, das dürfte auch schon die letzte Runde sein. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Kampf ausging. Aber ja, das ist übrigens wieder nur zwei Tasten gedrückt halten. Sonst überhaupt nichts. Da versuche ich auch gar nicht wieder beim Neureingehen andere Tasten zu drücken. Ich drücke immer nur die zwei Tasten. Und ich gebe ihm die Combo seines Lebens. Es ist einfach nur schön. Es ist wirklich einfach nur schön mit anzuschauen. Und ich hoffe, euch stört dieses Video nicht, dass es nachkommentiert ist. Weil, ja, wie gesagt, ich habe heute so viel Minecraft aufgenommen. Und ja, will einfach nicht das Video nochmal neu aufnehmen. Vor allem, weil da so gute Kämpfe drin waren. Ich weiß nicht, ob es Glück war, ob es immer so ist bei Eject, aber gefühlt, nachdem man den Dreh ein bisschen draus hatte, war es immer so bei Eject. Aber keine Ahnung. Ich wollte trotzdem die schönen Fights drin lassen, vor allem, weil da halt so krank gute Kombos wieder drin waren, obwohl ich nichts dafür getan habe. Und ja, ich denke mal, es kommen dann demnächst auch wieder andere Game Modes auf Gomme. Mal sehen. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Kommentare helfen mir immer sehr wegen dem Algorithmus und Likes natürlich auch. Und wenn ihr den Client haben wollt, dann guckt im Shop vorbei. Der Sale ist wahrscheinlich, wie gesagt, dann auch da. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es ja dann auch geschafft, unterwegs den zu removen. Ich bin, wie gesagt, ab dem 28. schon bei Robin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.